Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir sind endlich wieder bei einem neuen Turnier am Start. Und zwar kämpfen wir mit den schlechtesten Einheiten gegen die schlechtesten Einheiten und versuchen dementsprechend herauszufinden, wer ist die beste schlechte Einheit in ganz Tabs. Und da gucken wir uns natürlich die Vanille-Einheiten an. Vanille-Einheiten heißt alles, was im Grundspiel zur Verfügung steht. Ihr habt euch gewünscht, dass die Legacy und die Secret Units auch dazu zählen. Dementsprechend bin ich dem natürlich nachgegangen. So, wir lassen heute auf jeden Fall erstmal die Klabber kämpfen. Falls ihr nicht genau wisst, wie das Turnier abläuft, schaut euch gerne mein Infovideo dazu an. Da habe ich alles genauestens erklärt. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal 4 Matches machen. 2 hier, 2 auf einer anderen Map und vielleicht noch ein 5. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht eben die Matches laufen. So, Nummer 1. Werden wir jetzt 4000 Punkte oder nahezu 4000 Punkte uns hier auf diese Seite stellen. 460, okay, das ist das, was am nächsten dran kommt. Und wir kämpfen heute mit Klabber gegen Balloonier. Ich bin mal richtig gespannt, wie das jetzt läuft. Oh, da kommen gar nicht so viele zusammen. Ja, das ist das, was am nächsten dran kommt. Okay, Match Nummer 1. Turnier wird losgelegt. Wir kämpfen jetzt gerade mit 57 Einheiten gegen 33 und gucken mal, wer hier tatsächlich das Rennen gewinnen könnte. Die Balloniere müssten ja eigentlich relativ... Oh, da fallen schon die ersten Klabber. Was machen die Balloniere? Die schnappen sich natürlich hier einige Einheiten und fliegen dann einfach hoch. Aber wer wird das im Endeffekt jetzt überleben? Blue Victory. Das ist natürlich eine irrsinnig geile Taktik, ne? Also, dass die einfach auf die zurennen und dann sich schnappen, hochfliegen und runterfallen. Ich hätte das jetzt... Also, ich habe jetzt eher erwartet, dass die Klabber irgendwie es schaffen, die so richtig zusammenzuschlagen, aber tatsächlich... Also, das habe ich jetzt echt nicht erwartet, was hier jetzt passiert ist. Na gut, okay, das war Match Nummer 1. Match Nummer 1 geht für die Balloniere aus. Jetzt haben wir natürlich die 4000 Punkte schon einmal gemacht. Jetzt werden wir hingehen und es auf genau 50 Einheiten reduzieren. Das heißt, was heißt reduzieren, ne? Ich gehe davon aus, dass dieses Match wahrscheinlich für die Balloniere auch ausgehen wird, weil jetzt kommt wir natürlich dementsprechend jetzt einfach ein paar mehr Einheiten haben auf der rechten Seite. Es kann aber natürlich auch sein, dass die sich deutlich gegenseitig stören und es deswegen eben dazu kommt, dass die halt hardcore aufs Maul kriegen. Ich bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall... da fallen schon einige runter. 2 Balloniere sind schon davon runtergeschmissen worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die sich gegenseitig einfach runtergestoßen haben. Die explodierenden Ballons machen es tatsächlich so hart. Krass. Okay, es geht 2:0 erstmal aus. Die erste Map ist jetzt schon vorbei. Und dementsprechend können wir jetzt auf Map Nummer 2 gehen. Das wird Tired Castle sein. Hier machen wir nochmal genau dasselbe. Wir machen erst ein 4000 Punkte gegen 4000 Punkte. Ah, da sind zu viele. So, 4000 Punkte. Gegen Secret Balloonier. 4000 Punkte. Da dürfen wir ja nicht so viele machen. So. Los geht's. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, oder beziehungsweise das Gute, dass einfach eine größere Map zur Verfügung steht und dementsprechend die Einheiten sich nicht unbedingt konzentrieren müssen. Was sie jetzt natürlich trotzdem tun. Interessant. Und jetzt gucken wir mal, was läuft. Die werden wahrscheinlich immer größtenteils hier sich irgendwo verkanten. Oh Gott, die Explosion haut halt so hart rein. Was zum Teufel. Sobald der erste Luftballon wieder runterkommt, ist das einfach nur eine Riesenexplosion. Und es geht einfach so hart für die Balloniere aus. Unglaublich. Okay. Jetzt machen wir ein 50 gegen 50. Jetzt sind wir bei 46, 50. Sehr gut. Und gehen dann hier nochmal zu den Klabbern. Und gehen auf 50 Einheiten. Aber wir haben ja auf jeden Fall in den verschiedensten Turnieren, falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal reingucken, haben wir ja schon gesehen, dass die
Kosten einer Einheit nicht unbedingt auch aussagen, dass die auch die bessere Einheit sind. Deswegen werden wir jetzt sehen, ob das dementsprechend jetzt trotzdem weiterhin so läuft. Aber ich glaube, es geht nicht gerade unbedingt darauf hinaus. Oh Gott, ja, da kriegen die Klapper auch halt wieder hardcore auf den Sack. Das ist unglaublich. So hardcore auf den... Alter. Geht halt gar nicht. Oh Gott. Okay, das heißt, die Balloniere sind auf jeden Fall jetzt schon mal weiter. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Aber ich habe gesagt eigentlich, dass ich von... Nur wenn es so ausgeht, dass es ein 2-2 ist, dass wir in die Final Map gehen. Aber ich finde... Ich fand die Idee so cool. Ich habe mich da jetzt gerade umentschieden. Beziehungsweise... Eigentlich habe ich mich schon im Infovideo umentschieden, aber wir machen es jetzt trotzdem. Wir machen das 1 gegen 1 auf jeden Fall und gucken mal, wie das hier so läuft. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass der Ballonier hier ihn hardcore nach oben ziehen wird. Oh, oh! What? Beim 1 gegen 1 geht's anders aus! Wer hat verloren? Blue gewinnt trotzdem? What? Okay, ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, dass der Klabber hier gewinnt, aber ist okay. Ich kann damit auf jeden Fall leben. Ich kann damit auf jeden Fall vollkommen leben. Das ist natürlich die Frage. Ich will jetzt noch ein bisschen rum experimentieren hier. Gucken mal, was läuft, wenn wir hier dementsprechend 2 Stück rein machen. Ja, das werden trotzdem die Klabber verlieren. Kann ich mir gut vorstellen. Der eine Klabber hat auf jeden Fall schon die... Ja, da geht's auch aus. Okay. Das heißt, das erste Matchup ist jetzt tatsächlich so ausgegangen, dass der Klabber rausfliegt und der Ballonier in die nächste Runde einziehen wird. Wie gesagt, ihr habt noch die Entscheidungsmöglichkeit, wie wir das Turnier weiterlaufen lassen. Das heißt, die ersten Matches werden jetzt dementsprechend nach diesem Schema, was ich euch heute gezeigt habe, weiterlaufen. Die danach folgenden Matches könnt ihr natürlich jetzt noch in den Kommentaren entscheiden, ob wir da irgendwelche Regeländerungen oder sonst was, vornehmen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt über das Turnier, wie gesagt, schaut euch das Infovideo an. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.